Kinder, Kinder, Kinder. Wer hätte nicht schon mehr als einmal dieses Stöhnen von sich gegeben? Ich habe zwei großgezogen, ich weiß, wovon ich rede. Aber wir alle wissen, wenn unser einer ein Kind bekommt, Kinder zu erziehen hat, Enkelkinder bekommt, dann ist das eine Sache. Aber eine ganz andere Sache ist es, wenn dieses Kind plötzlich König von England wird. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen auf eurem Kanal. Ja, ist auch irgendwo euer Kanal. Euer, meiner, unser Kanal KTT. Und mein Name ist Petra von Strax. Ja, die royalen Kinder. Wir haben uns schon öfters mal am Rande über royale Kindererziehung unterhalten, darüber, was für Probleme es speziell im englischen Königshaus immer wieder mit diesem Thema gegeben hat und wie heutzutage William und Catherine die Dinge anders angehen, als es ihre Vorväter getan haben. Aber vielleicht auch nicht so ganz anders. Ich habe mir aus England zu dem Zweck, weil ich mich eben intensiver mit dieser Frage befassen wollte, ein Buch mitgebracht. Das nennt sich Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family von Tom Quinn. Ein super interessantes Buch, was sich wirklich super, super gut lesen lässt, sehr unterhaltsam ist. Es ist erschienen im Biteback Publishing Verlag. Und wie viel es gekostet hat, muss ich jetzt gerade mal passen. Das muss ich euch raussuchen. 20 Pfund. Hier innen steht es. Also für 20 Pfund ist die gebundene Ausgabe zu bekommen, wer des Englischen mächtig ist. Ich lege es euch sehr ans Herz, weil man erfährt unglaublich viel über den Wandel in Bezug auf Kindererziehung und Erziehung künftiger Könige, im Prinzip vom Mittelalter angefangen. Also wie gesagt, wer des Englischen mächtig ist, dem sei es ans Herz gelegt. Für alle anderen, es gibt das Buch leider nicht auf Deutsch und ich gehe mal auch ganz stark davon aus, das wird auch nicht kommen. Wer es sich richtig, richtig mühsam machen will, der kann sich zum Beispiel so ein sehr, sehr schönes Übersetzungsprogramm wie DeepL runterladen. Und wenn er die unbezahlte Version nimmt, dann kannst du immer nur so ein kleines Stückchen übersetzen in den unglaublichsten Sprachen der Welt. Und wenn du die bezahlte Version nimmst, dann kannst du ganze Dateien, sprich ganze Bücher übersetzen lassen. Bei E-Books ist es etwas problematisch, weil du bei einem E-Book im Normalfall nicht so viel, also nicht praktisch Steuerung A und Copy und Paste machen kannst, sondern du musst es wirklich stückeweise machen und übersetzen lassen. Also das ist ein bisschen nervig, beziehungsweise bei Kindle hast du auch eine Übersetzungsfunktion dabei, aber ich muss gestehen, ich finde die Version beim Kindle finde ich absolut suboptimal, denn die übersetzen dir teilweise den allergrößten Bockmist. Und ja, bei DeepL, also das kann man, wenn man sich die Mühe machen will, immer portionsweise das übersetzen zu lassen, kann man das gerne tun und bekommt dann auch eine ganz vernünftige Option raus. Ja, kommen wir mal zu den königlichen Kindern. Also anfangen tut Tom Quinn tatsächlich mit dem Mittelalter und den Königen im Mittelalter, die ja noch von dem sogenannten Witan gewählt wurden, ernannt wurden. Es waren im Normalfall die Männer, manchmal auch Frauen, die man für die fähigsten aus der Runde hielt und denen man zugetraut hat, das Wohl und Wehe der eigenen Gruppe am besten zu vertreten, nach vorne zu bringen, wie auch immer. Er hält sich nicht lange mit dem Mittelalter auf, sondern kommt ziemlich schnell in den Bereich der Renaissance bzw. des Tudor-England. Festzustellen ist an dieser Stelle, und das ist, glaube ich, was selbst Frauen oftmals nicht wirklich so bekannt ist oder was sie nicht so parat haben. Tatsächlich hat man zum Beispiel Königinnen
sukzessive verwehrt, ihre Kinder selbst zu stillen, hat sie an sogenannte Wet Nurses oder Ammen gegeben, die dann, es waren oftmals halt Bauersfrauen, die auch gerade Kinder bekommen hatten und die sehr viel Milch hatten und wo man dann auch so irgendwo die Idee hatte, dass diese Gesundheit, diese Stärke der Bauersfrau dann an dieses Kind weitergegeben würde. Der Nachteil für die Königinnen und der Vorteil für den König lag daran, dass wenn die Frau nicht stillte, sie umso schneller wieder, ach Gott, wie viele Vögel, nein, ist ja goldig. Okay, dass die Frauen eben umso schneller wieder schwanger werden konnten. Und da wir im Mittelalter und auch noch in der Neuzeit eine sehr, sehr hohe Sterblichkeitsrate hatten, auch statistisch bedingt, aber das ist jetzt ein anderes Thema, war es sehr wichtig, möglichst schnell wieder schwanger werden zu können, um eben nicht nur einen Thronerben zu produzieren, sondern derer mehrere. Thronerben und nicht Erbinnen, das ist speziell nach dem Mittelalter besonders wichtig. Also im Mittelalter war es deswegen wichtig, weil eben die Männer in die Schlacht gezogen sind. Man von einem König erwartet hat, dass er in der Schlacht mitkämpfen kann. Und bei Königinnen war das halt eher problematisch, weil sie im Normalfall keine Kampfausbildung hatten wie die Könige. Es gab Ausnahmen. Ich erinnere nur an Boudica. Das war eine vorchristliche Herrscherin in England, die mal eben den Römern den Hintern versohlt hat, auf gut Deutsch zu sagen, die aber gleichzeitig, um denen sozusagen alles kaputt zu machen, London ausradiert hat. Und ich sage immer, es spricht für den Humor der Londoner, dass eben Boudica, die London im Chaos gemacht hat, eine der größten Monumente bekommen hat in der Stadt, die es da überhaupt gibt. Also ich glaube nur, das Albert Memorial ist größer als das. Aber okay, guckt es euch mal an, googelt die gute Frau mal, die war nicht ohne. Ja, bei den Tudors war es so, wir haben ja gelernt, viel über Heinrich den VIII. Zu schimpfen, aber man muss tatsächlich feststellen, dass Heinrich der VIII. Seinem Ruf aus frühen Jahren ein sehr aufgeklärter, sehr kluger, sehr belesener und sehr gebildeter Monarch zu sein oder Prinz zu sein, an seine Töchter weitergegeben hat. Er war ja bekannterweise mit Thomas More eng befreundet und Thomas More hat seine Töchter genauso oder hat denen die gleiche Bildung zukommen lassen wie seinen Söhnen. Also seine eine Tochter hat zum Beispiel antike Schriftsteller aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt und hin und her. Das war also Thomas Mores Vorbild und dem hat Henry nachgeeifert und hat seine Töchter Mary und Elizabeth in diesem Sinne erziehen und bilden lassen. Das auch, was auch eher ungewöhnlich war, nicht nur von weiblichen Lehrern, sondern tatsächlich von männlichen Lehrern, denen man allgemein ein fundierteres Wissen nachgesagt hat, was auch oftmals aufgrund der Bildungssituation gestimmt hat. Aber da muss man sehr stark differenzieren und das ist auch schon wieder ein Thema für einen anderen Tag. Ja, was Quinn feststellt, ist, dass auch über die Zeiten hinaus, wo Herrscher noch tatsächlich mit in die Schlacht geritten sind, ein unglaublicher Männlichkeitswahn im englischen Königshaus geherrscht hat. Das zeigte sich in den Zeiten oder ab den Zeiten, wo Könige nicht mehr aktiv mitgekämpft haben. Also ich glaube, Richard III. War der letzte Herrscher, der tatsächlich noch in einer Schlacht gefallen ist. Alle anderen sind umgebracht worden oder in ihren Betten dahin gegangen. Also diese Besessenheit mit der Männlichkeit hat sich dann in späteren Zeiten zum Beispiel bei der Jagd gezeigt. Also bis zum heutigen Tag ist die Jagd ein integraler Bestandteil des Erwachsenwerdens in der englischen Königsfamilie, anders als zum Beispiel in kontinentaleuropäischen Königshäusern, da legt man da keinen Wert drauf. Aber für die Engländer ist das ein unglaublich wichtiger Punkt. Und Prinzessin Diana und Prinzessin Catherine sind unangenehm aufgefallen, weil sie diese Sicht
der Jagd nicht nachvollziehen konnten und auch abgelehnt haben. Dazu gehört nämlich, und jetzt zart beseitete Gemüter vielleicht weghören, das sogenannte Blooding. Blooding bedeutet, dass du, ich weiß nicht, ob das bei uns, bei den Jägern auch so gemacht wird, ich muss mal meinen Schwager fragen, das Blooding bedeutet, dass du, wenn du das erste Tier erlegt hast, also das heißt jetzt ein Hirsch oder was auch immer, wahrscheinlich keine Singvögel, da funktioniert es, glaube ich, nicht so richtig, aber wenn du dein erstes Tier erlegt hast und dann gehst du mit deinem Jagdführer oder deinem Mentor zu diesem erlegten Tier hin und dann wirst du praktisch in dessen Eingeweide getaucht, beziehungsweise in einer zivileren Form dieses Vorgangs wirst du mit dem Blut beschmiert. Und das nennt man also Blooding. Und das ist wohl für alle Beteiligten ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Harry schildert das auch in seinen Memoiren. Und ich muss sagen, das kommt mir so ein bisschen... Also das ist mir ein bisschen zu heidnisch für meine Gefühle. Ich kann das jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich denke, man tötet ein Tier, um es zu essen und nicht, um sich in dessen Blut zu wälzen und in dessen Kopf, in dessen Eingeweide zu stecken. Also muss ich nicht haben. Ja, geht dann durch die Zeit durch und wir stellen fest, dass sich auf einmal ein bestimmtes Muster bildet bei den englischen Royals. Und zwar geht es los bei den ersten vier Georgs. Wir wissen ja, dass mit diesen vier Georgs die Hannoveraner zum Zuge kamen, nach den Verwerfungen in der englischen Geschichte, wo also dann es gab Probleme mit katholischen Königen und Königen, denen man nur nachgesagt hat, dass sie Katholiken seien und die es gar nicht waren, und Königen, die definitiv keine Katholiken waren, aber über Maulwurfshügel gefallen sind und sich das Genick gebrochen haben und also ganz viele Verwerfungen. Und dann ratterte so diese Thronfolgergeschichte bis nach Hannover. So. Als sie dann in Hannover angekommen waren, haben sie festgestellt, dass Georg von Hannover, der dort herrschende Fürst, dass der jetzt in Frage kommt, um englischer König zu werden. Der fand das eine coole Idee. Allerdings fand das blöd, dass England in England liegt. Er hätte England lieber in Hannover gehabt. Und so hat er einen Großteil, er hat die Krone angenommen, er wurde gekrönt, aber er hat die meiste Zeit seines Lebens tatsächlich am liebsten in Hannover verbracht, hat auch nie wirklich Englisch gelernt. Und bei ihm beginnt ein Muster, das sich dann massiv durchzieht, bei George II. So richtig losgeht, nämlich der Hass auf den ältesten Sohn. Und zwar muss man jetzt hier wirklich definitiv von Hass sprechen. Das hat teilweise bei diesen Georgs zu absolut absurden Szenen geführt. Also dass zum Beispiel die Prinzessin von Wales hochschwanger war, der Mann sie in die Kutsche gepackt hat und aus London rausgerast ist, damit sie bloß nicht das Kind in Anwesenheit der Eltern bekommt. Und also es waren unglaubliche Szenen, die sich da abgespielt haben. Es hat sich ein Gegenhof gebildet und es kam zu schlimmsten Anfeindungen zwischen dem Elternkönig und dem Sohn Kronprinz, sodass die Mutter zum Beispiel aus dem Fenster geguckt hat und in Kensington Palace und ihrem Sohn Beleidigungen hinterher gebrüllt hat, was natürlich für die Umstehenden eine große Show war, wie man sich vorstellen kann. Also es war echt, echt wild. Aber, und das ist wirklich das Schlimme, dieses Muster zieht sich ab da durch. Aus den unterschiedlichsten Gründen, auf die ich jetzt dann so sukzessive eingehen will. Georg III. Seinerseits war ein Control-Freak und er hat Control-Freak. Und er hat zum Beispiel festgelegt, dass keine Person
die in der Nähe des Throns von der Thronfolgerliste her ist, ohne die Zustimmung des Monarchen heiraten darf. Er hat auch festgelegt, dass es keine Katholiken sein dürfen und dass ein englischer Monarch auch kein Katholik werden darf. Und also dieses ganze Brimborium stammt also von Georg dem Dritten. Und ja, das hat sich, dann hatten die ersten Georgs, die waren durch, dann war Wilhelm durch. Und dann, als William König war, hat man plötzlich festgestellt, wir haben keinen Thronfolger. Die ganzen Brüder von Georg, die ganzen Brüder von William sind zwar teilweise verheiratet, haben aber keine Kinder, beziehungsweise haben einen Haufen Kinder, nur leider mit den falschen Frauen. Dann wurde vom Parlament wurde Geld ausgelobt, dass die Prinzen sich von ihren Mätressen trennen sollen und standesgemäß heiraten und dann eben einen Sohn hervorbringen. Na, lange Rede, kurzer Sinn, es hat alles nichts gebracht. Die standen immer noch da und hatten keinen passenden Sohn zu bieten. Und auf wen fiel dann das Los? Tatsächlich auf die kleine Victoria. Victoria ihrerseits hat auch wieder einen Kontrollfreak an der Backe, nämlich ihre Mutter. Da war das Problem, dass die Mutter jung verwitwet war und immer unter massiven Geldproblemen gelitten hat. Und also das war immer so eine sehr schwierige Gemengelage. Dann mingelte da auch noch Sir Joe, dass Victoria praktisch bis zu ihrem 18. Geburtstag komplett bei der Mutter gelebt hat. Also die haben sogar in einem Zimmer geschlafen. Und das ging Victoria, die war davon nicht begeistert, die hatte auch kein Stockholm-Syndrom oder irgendwas, die hat es einfach gehasst. Und es kam dann, als William starb, kam es zu einer sehr interessanten Szene, als man ihr nämlich mitteilen wollte, dass der König tot sei und sie ihren dienstlichen Gespräche alleine führen wird. Und damit war für alle Seiten klar, dass Victoria hier ein ganz massives Zeichen gesetzt hat. Ich habe übrigens gerade eine super interessante deutsche Biografie von Königin Victoria in der Mache, beziehungsweise also ich lese sie gerade. Die werde ich euch auch demnächst nochmal an einem sehr interessanten Victoria-Ort vorstellen. Wer es nicht weiß, es gibt diverse Victoria-Orte hier in Deutschland, weil Victoria hat nicht nur einen Deutschen geheiratet, Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, sondern sie hat auch eine ganz große Leidenschaft für alles Deutsche gehabt. Ihre Schwester oder Halbschwester Feodora lebte in Amorbach. Wir haben sie dann auch in Baden-Baden wieder gesehen. Wir waren dort an ihrem Grab, an Feodoras Grab. Und die beiden Schwestern, Halbschwestern, hatten ein sehr enges Verhältnis. Und ja, Victoria war sehr deutschfreundlich, hat auch privat im Normalfall Deutsch gesprochen mit ihrem Mann, mit ihren Kindern. Und war auch sehr darauf ausgewiesen, dass ihre Kinder deutsche Fürsten heiraten, deutsche Fürstenkinder heiraten. Hat nicht so ganz geklappt, bis auf ihre Tochter, aber das ist wieder was anderes. So, also, Victoria hatte sich da also freigeschoben, was ihr in dieser Biografie auch sehr schön nachlesen könnt. Aber wie gesagt, die stelle ich euch noch extra vor. Und man hat in England man war so im Schwimmen praktisch, weil man konnte Victoria überhaupt nicht einschätzen. Wie gesagt, die Mutter hatte sie vorher praktisch komplett abgeschirmt gehabt. Niemand wusste, wie ist ihre politische Einstellung, wie ist ihre Arbeitsmoral, was macht sie gerne, was. Also niemand konnte diese junge Königin einschätzen und war dann umso begeisterter, als man festgestellt hat, dass sie sehr fleißig ist und offensichtlich auch sehr gut erzogen. Dass das allerdings auch Schattenseiten hat, erfahrt ihr dann. Und das war also, ja, Victoria startete also in ihr Königtum mit sehr viel Applaus, sehr viel Begeisterung. Sie war in der Öffentlichkeit ungeheuer beliebt, bis es dann zu Skandalen kam, aber das ist was anderes. Und hat dann ja bekannterweise Albert von Sachsen-Coburg-Gotha geheiratet, mit dem sie ein Kind nach dem anderen bekommen hat. Victoria wurde, wie ebenfalls bekannt ist, recht jung Witwe.
und hat den Tod ihres Mannes nie verwunden. Sie hat das immer schwarz getragen. Sie hat einen unglaublichen Totenkult um ihren Mann aufgezogen, hat auch die Kinder in diesen Totenkult involviert, von den eigenen Kindern erwartet. Und die konnten, welche Überraschung, diese Erwartungen nicht erfüllen. Allen voran der Sohn Bertie, der nachher Edward der Siebte wurde. Bertie war extrem unwillig, was das Lernen anging. Er war kein guter Schüler, er hatte massive Probleme beim Lernen und wurde wirklich Stunde um Stunde auch mit massiver körperlicher Gewalt in diese, in dieses unglaubliche Portfolio reingezwungen, das der Vater erstellt hat. Also es war im Prinzip war der gute Bertie eine arme Sau. Übrigens, es wird uns noch mal in zwei, drei Generationen noch ein Bertie begegnen. Deswegen bringt die zwei Berties nicht durcheinander, weil der nächste Bertie, der uns begegnet, ist der Papa der Queen. Aber Edward der Siebte, also Bertie, völlig überraschend gekommen. Tatsächlich haben aber, und das zeigen auch die Fotos von Alban, wirklich irgendwann das Maß voll war, körperlich gesehen, war halt das Problem, dass ausgerechnet in diese Situation dieser riesige Streit mit seinem Sohn Edward fiel. Und als der gute Albert starb, ist Victoria dagestanden und man hat generationenlang Edward zu negativ gesehen. Er war ein großer Kommunikator, er war ein großer Organisator. Tatsächlich ist es so, dass Edward sicherlich nicht der beste König war, den England je hatte. Er war es ja auch nur relativ kurze Zeit. Er war nicht wirklich fleißig, also das war nie sein Ding, arbeiten war. Ja. Wir haben schon gehört, dass Bertie es nun wirklich nicht mit der Schule hatte. Er war kein lesender Mensch und damit war er ganz in einer Linie mit allem, was danach kam bei den Windsors. Die erste große Ausnahme ist tatsächlich König Charles. König Charles ist definitiv ein Intelligent, auch die berühmte Alice Cappel, die Ur-Urgroßmutter von Königin Camilla. Er war in jedem Bordell in Paris ein gern gesehener und gut zahlender Gast. Er musste vor Gericht aussagen, in Scheidungsprozessen, in Glücksspielbetrugsprozessen. Also er war kurz gesagt eine sehr problematische Existenz als König gearbeitet. Also Red Boxes machen und sowas war seine Sache auch nicht. Seine Kinder hat er geliebt, allerdings eher gerne aus der Distanz, wohingegen seine Frau Alexandra, ich muss da jetzt ein bisschen zurückgreifen, sie hat sich also bei ihren Kindern und bei ihren Enkelkindern in alles und jedes eingemischt. Also es keine Feier ohne Meier. Und so hat sie sich auch bei Alexandra und Edward immer eingemischt. Und das hat nicht wirklich gut getan, weil der älteste Sohn, auch wieder ein Edward, von Alexandra und Edward, genannt Eddie, war ein seine regelmäßigen Besuche in einem homosexuellen Puff in London bekannt wurden. Und also es war ein sehr problematischer Typ. Er hatte sich mit Geschlechtskrankheiten angesteckt. Er war im Prinzip nur dazu willens und in der Lage, ein Minimum an Lernarbeit zu vollbringen, wenn sein Bruder, sein Jüngerer. Und zum anderen die Tatsache, dass man ihn allgemein, wenn er denn mal König würde, für eine absolute Katastrophe gehalten hat. Also man war der festen Überzeugung in Hofkreisen und da haben sich wohl auch seine Eltern angeschlossen. Er war absolut vollkommen und radikal unfähig dazu, König zu werden. Und es war dann jahrelang, ja, so ein bisschen Dienstbotentratsch, aber inzwischen hat sich wohl die Erkenntnis unter Historikern verstärkt, dass man Eddie tatsächlich einfach hat sterben lassen. Man hat sich also nicht größer gegen seine Krankheit gestemmt, sondern hat den Dingen ihren Lauf gelassen. Das heißt also, Eddie starb und dann kam George an die Reihe. Vorbild von Albert und Victoria aufgegriffen hat
und die Königsfamilie wieder als Familie inszeniert hat. Dazu passte auch doch wohl eine wirklich glückliche Ehe. Auch wenn sie am Anfang natürlich nicht füreinander gedacht waren, denn May hätte ja eigentlich Eddie heiraten sollen, hat sich dann doch gewiesen, dass die beiden sich gesucht und gefunden hatten. Sie waren sehr glücklich, es war eine sehr harmonische Ehe und ganz langweilig war George der Fünfte, der erste König in einer langen, langen Reihe von Königen, der sich keine Geliebte zugelegt hat. Dem war seine eigene Frau halt genug und er wollte wohl auch die Aufregung wahrscheinlich nicht. Also auf jeden Fall war er ein ganz stinknormaler Typ. Das ganz stinknormale war jetzt nicht so wirklich ganz stinknormal, denn George war mit einer extrem kurzen Lunte ausgestattet und er konnte extrem zornig werden in sehr kurzer Zeit. Und das ist auch eine Eigenschaft, die sich dann bei den Windsor-Männern ziemlich durchzieht. Also die können bis zu Prinz William sieht man das heute noch und kann es auch nachlesen. Der kann ganz schön, wenn ihm mal die Sicherung durchbrennt. Ja, George der Fünfte hatte also eine kurze Lunte und er hatte das große Problem, dass er eine sehr deutsche Familie in einem sehr antideutschen Ersten Weltkrieg repräsentiert hat. Er war es auch, der aus dem Namen Sachsen-Coburg-Gotha dann den Namen Windsor gemacht hat, damit das Ganze eben einen englischeren Touch bekommt. Und er hat alles dafür getan, um zu verhindern, das englische Königshaus genauso vernichtet wird, wie es den anderen Königs- bzw. Kaiserhäusern auf dem Kontinent gegangen ist im Zuge des Ersten Weltkriegs. Das war auch mit der Grund, warum er zum Beispiel dem russischen Zaren und dessen Familie ein Exil in England verweigert hat, weil er der Überzeugung war, dass würde er diesen extrem schlecht beleumundeten Zaren in England aufnehmen, wäre es nur eine Frage der Zeit, wann man auch ihn wegfegen würde. Also hat er den Zar und seine Familie praktisch in den Tod geschickt. Ein Dienstmädchen, was dann später, oder die Hausangestellte, Schlossangestellte, die später ihre Memoiren geschrieben hat, sagte über George, er sei halt noch aus der Generation gekommen, wäre ein toter Dienstbote vor ihm gelegen, wäre er drüber weggestiegen. Und ich meine, nun ja, das ist keine schöne Beschreibung und ich glaube, da kann man auch nicht mehr mit der Generation oder so kommen. Das ist einfach inakzeptabel. Was anderes war auch noch inakzeptabel, nämlich George und Mary waren vorsichtig ausgedrückt kalte und distanzierte Eltern, vor allem für ihre beiden ältesten Söhne. Hier begegnet uns der nächste Bertie und David. David war der Älteste, er wurde dann nachher Edward der Achte. Und als König George im Sterben lag, ich greife jetzt ein bisschen vor, sagte er, der Junge wird sich und die Krone innerhalb von 8 Monaten ruiniert haben, wenn ich mal tot bin. Und es waren ziemlich genau 8 Monate bis der gute David abgedankt hat. Aber ich greife vor. Mary und George haben ihre Kinder, wie auch die Royals vor ihnen und die nach ihnen, zum größten Teil von Kindermädchen, Nannies und so weiter erziehen lassen. Die Kinder wurden im Normalfall einmal am Tag, das ging noch bis zu Prinz Charles so, wurden im Prinzip einmal am Tag den Eltern vorgeführt in einem sehr formellen Umfeld. Man hat geknickst, man hat einen Diener gemacht, hat kurz bla bla und dann wurden die Kinder weggebracht. In Georges Fall war es so, dass die beiden ältesten Söhne ein extrem gestörtes Kindermädchen hatten. Die hat nämlich die kleinen Kinder, die beiden Buben, wenn sie die den Eltern vorgeführt hat, heimlich gekniffen, sodass die anfingen zu weinen. Und dann, hat das Königspaar gesagt, ja, Dankeschön, danke. Und nun weg jetzt da, tschick, zack,
Und das war also sehr problematisch. Außerdem hat sie zum Beispiel dem Jüngeren grundsätzlich das Essen weggenommen, das Trinken weggenommen, sobald David fertig war, beziehungsweise sie hat von Anfang an dem Jüngeren nur weniger zu essen gegeben als seinem älteren Bruder und hat sich also tausenderlei Dinge ausgedacht, um die beiden Jungs zu malträtieren. Der Vater war dabei auch nicht schlecht, weil er wollte seinen Söhnen Männlichkeit und Pünktlichkeit eintrichtern. Und die Pünktlichkeit hat er ihnen dadurch eingetrichtert, dass er die Uhren in dem Salon, in dem er die Söhne empfangen hat, vorgestellt hat, sodass, wenn die dann eingetroffen sind und dachten, sie sind da jetzt ganz pünktlich und so, hat er auf die Uhr gezeigt und hat sie angebrüllt, sie seien zu spät und hat sie wirklich nach allen Regeln der Kunst zur Sau gemacht. Das Ganze hat dazu geführt, dass der Jüngere, der spätere George der Sechste, tatsächlich einen Sprachfehler. In hinter vorgehaltener Hand haben sie den Vater The Beast genannt oder The Ogre. Also The Ogre ist so ein kinderfressendes Monster. Also Shrek ist, glaube ich, ein Ogre. Aber Shrek ist die nette Ausgabe von einem Ogre. George war die böse Ausgabe von einem Ogre. Und George selber hat mal gesagt, mein Vater hatte Angst. Nee, wie war das? Mein Vater hatte Angst vor seiner Mutter. Ich hatte Angst vor meinem Vater. Und ich werde alles dafür tun, dass meine Söhne Angst vor mir haben. Und das ist natürlich. Wow. Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass grundsätzlich Royals ihre Kinder, wie auch die gesamte Aristokratie, die Erziehung der Kinder bezahlten Mitarbeitern überlassen hat. Und es ist natürlich, und das sieht man noch bis zu Charles und eventuell auch noch bis zu Harry und William, dass das eine sehr ungute Konstellation ist, weil bezahlte Kindermädchen, Erzieherinnen, Lehrer und so weiter sind natürlich im Normalfall, denkt man es, Profis. Und verstehen was von ihrem Job. Tatsächlich aber ist es so, dass für die Kinder die Zuneigung immer eine temporäre ist. Das heißt, diese Leute, die ihnen die Zuneigung, die Aufmerksamkeit geben, die sie loben, die sie auch mal tadeln, das sind Leute, die das alles nur auf Zeit tun. Die können jederzeit, plötzlich sind sie weg. Und das ist natürlich extrem verunsichernd, wenn das Kind nicht gleichzeitig Eltern hat, die ihm diese festen Wurzeln geben, diese unbedingte Liebe entgegenbringen. Und das Problem war halt, dass man in der Aristokratie und auch in der Königsfamilie dieses System für absolut gut und richtig gehalten hat. Und das jetzt nicht, weil die Eltern so viel zu tun gehabt hätten oder so beschäftigt waren, so viele öffentliche Auftritte wahrnehmen mussten. Nein, die englische Aristokratie und das englische Königshaus waren tatsächlich im Prinzip eine Freizeitgesellschaft. Also Lloyd George sagte mal, das Oberhaus bestünde aus 500 Leuten, die man zufällig aus der Gruppe der Untätigen oder der Arbeitslosen, der Arbeitsscheuen ausgewählt hätte und dann da ins Oberhaus gesetzt habe. Und das trifft die Dinge wohl schon ziemlich genau, weil in den damaligen Zeiten eben aus der Aristokratie praktisch niemand irgendeinem Broterwerb nachgegangen wäre. Die lebten von ihren Gütern, von den Abgaben, die sie bekommen haben, mehr schlecht als recht unter Umständen. Und ansonsten war für einen englischen König speziell die Frage eigentlich nur, was er mit seiner Freizeit anstellt. Als dann auch die Kriege nicht mehr so waren wie zu den Zeiten, als der König noch auf dem Pferderücken in die Schlacht galoppiert ist, hat man sich eben ganz und gar auf die Jagd versteift. Und die Jagd war dann etwas, was allgemein in den Königskreisen als akzeptabler Sport galt. Also im englischen Königshaus nennt man das Field Sports, also Feldsportarten, nicht Cricket oder sowas.
Und die Leute, die das Ganze weniger sympathisch sehen, nennen das Ganze Bloodsports, also Blutsportarten oder blutige Sportarten. Ja, und so war es halt auch mit George. Er hat sich auf seine Briefmarkensammlung versteift und auf seine Jagd, und ansonsten haben ihn seine Kinder herzlich wenig interessiert. Wie sich auch durchzieht, ist tatsächlich, dass die Thronfolger grundsätzlich systematisch aus der Regierungsarbeit rausgehalten wurden. Klar, das hat auch nicht viel stattgefunden, aus was man sie da hätte raushalten können. Was anderes übrigens im österreichischen Kaiserhaus, weil Kaiser Franz Josef war ein unglaublich fleißiger Monarch. Aber den behandeln wir ein anderes Mal. Also die englischen Könige waren nun nicht dafür berüchtigt, dass sie so furchtbar fleißig waren. Und insofern, naja, aber jedenfalls war David ein junger Mann, der extrem schnell gelangweilt war, der überhaupt nichts vom Lernen oder von Schule gehalten hat. Bildung war für was? Und sein Bruder, der gute Bertie, war jetzt nicht wesentlich anders gestrickt. Also beide Männer waren, ich sag mal so, hätten sie plötzlich die Monarchie sein lassen, hätten die beiden ein ernstes Problem für jedes Arbeitsamt dargestellt. Und das ist, wenn man sich das überlegt, wenn du einen König hast, der relativ wenig zu sagen hat, ist das alles keine so problematische Sache. Aber wenn du in Krisenzeiten eine moralische Führungspersönlichkeit brauchst, dann wird es halt ganz schnell eine ganz ziemlich, ja, eine wirklich üble Angelegenheit, wenn derjenige sich als nicht angemessen erweist. Und bei dem guten Eddie denke ich immer, das war vielleicht nicht mal die schlechteste Entscheidung, den halt irgendwann nicht mehr aus dem Bett aufstehen zu lassen, was jetzt sehr grausam klingt. Aber ich denke, für einen König wäre seine Existenz eine noch problematischere geworden. Und ich denke, wäre er tatsächlich König geworden, gäbe es heute in England keine Monarchie mehr. Also so weit würde ich durchaus gehen. Ja, dann sehen wir auf einmal David, der drauf und dran ist, weiß, er wird irgendwann König werden müssen, und der tatsächlich in seinem Freundeskreis erzählt, er werde schon noch eine Möglichkeit finden, nicht König werden zu müssen. Er hat sie dann bekannterweise gefunden, nämlich in Wallis Simpson, die er dann auch geheiratet hat, und Commonwealth-Regierungschefs gesagt haben, sie werden zurücktreten. Und die hatten damals noch sehr viel mitzureden. Und daraufhin ist er also nach Paris gegangen, hat geheiratet, ist mit seiner Frau dann nach Paris gezogen, und dort sind sie dann bis zu ihrem Tod im Exil geblieben. Damit kam Bertie an die Reihe, er wurde König, und jetzt haben wir wieder dasselbe Phänomen, nämlich den Hass. In dem Fall war es so, dass die Queen Mom, ich nenne sie jetzt einfach mal Queen Mom, ja, sehr jovial, aber sie hat David und Wallace von ganzem Herzen gehasst. Sie hat die beiden mit ihrem Hass verfolgt. Sie war zu keinerlei Konzessionen den beiden gegenüber bereit. Also den kleinsten Schritt ihnen entgegen. Nein, die spätere Königin wollte ihrem Onkel entgegenkommen, wenn auch in Kleinigkeiten, aber da war die Mutter vor, und sie hat immer gesagt, ich kann es nicht machen, weil ich kann es meiner Mutter nicht antun. Ja, bei Bertie und seinen beiden Töchtern lief es jetzt in gewissen Grenzen anders als nach dem Muster, das wir bis jetzt kennengelernt haben. Wir wissen, dass die beiden Mädchen, die beiden Prinzessinnen, zwei sehr gute Kindermädchen hatten, nämlich die sogenannten, die von ihnen liebevoll Bobo genannte und Crawfee. Und die beiden waren wirklich offensichtlich äußerst liebevoll mit den beiden Mädchen, haben sich sehr, sehr um die beiden gekümmert. Und da kam auch zum Tragen, was man immer wieder festgestellt hat, auch in späteren Generationen, dass praktisch erwartet wurde, dass diese Kindermädchen im Prinzip
ihr persönliches, ihr eigenes Leben komplett für die Königsfamilie aufgeben. Und ja, also Bobo und Crawfee waren also für Margaret und Elizabeth wirkliche Mütterersatze, weil, und das fällt einem auch auf, wenn man so die Bilder von den beiden Mädchen mit ihren Eltern sieht, der König ist extrem seinen Töchtern zugewandt, er albert mit ihnen rum, er rollt über den Rasen mit den beiden und alles. Und die Königin Mutter steht immer so ein bisschen abseits, meistens so ein bisschen abseits und beobachtet das Ganze nur lächelnd. Also es ist immer die drei. Und tatsächlich haben sich Margaret und Elizabeth sehr gegensätzlich entwickelt. Sie waren beide von ihren Eltern geliebt, verhätschelt. Auch die Großeltern Mary und George haben die Enkelinnen extrem geliebt. Also das, was sie bei ihren Kindern hart und unnahbar waren, das hat sich dann aufgeweicht und bei den Enkelkindern war das dann plötzlich ganz anders. Also es gab dann ein sehr enges Verhältnis und tatsächlich war das Verhältnis zwischen Margaret und ihren Eltern sogar noch wesentlich intensiver als das zwischen Elizabeth und ihren Eltern. Und unter dem Tod von beiden hat Margaret eindeutig mehr gelitten als Elizabeth. Margaret hat auch nach dem frühen Tod des Vaters ja weiter mit der Queen Mom zusammengelebt, bis sie selbst dann geheiratet hat. Und es war so gewesen, dass wohl deswegen diese Windsor-Umklammerung oder dieser ganz schlimme Faden, der sich da so durchzieht, dieses Thema deswegen gebrochen wurde, weil Margaret und Elizabeth, als sie auf die Welt kamen, für die Thronfolge gedacht irrelevant waren, relativ irrelevant, weil David war jung. Man musste davon ausgehen, wenn er König wird, dann wird er mit Sicherheit heiraten, er wird viele Kinder kriegen. Und also was dann kam, hat ja niemand auch nur in seinen wildesten Träumen vorhergesehen. Und insofern haben die Yorks ein ganz normales aristokratisches Leben geführt, kurz gesagt relativ wenig getan. Aber sie waren halt da und sie waren zufrieden und glücklich, nette Familie, alles gut. Und dann kam eben diese Wallis-Simpson-Affäre und plötzlich waren wir Königs. Und plötzlich war Elizabeth die künftige Königin. Und dabei war das Problem, dass eben diese beiden Mädchen sich sehr diametral entwickelt haben. Also Margaret war die Lustige, die sich auch immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hatte, aber so ein richtiger Charmebolzen war. Und die sich auch immer wieder aus so hakeligen Situationen eben mit ihrem Charme rauswinden konnte. Wohingegen Elizabeth schon als kleines Mädchen wohl sehr ernst war und sich auch immer wieder in schwierige Situationen gebracht hat, aber im Gegensatz zur Schwester nicht den Charme besessen hat und die Koketterie, um sich da so ohne weiteres wieder rauszuwinden. Ja, wir haben also hier zwei Schwestern, die sehr aneinander gehangen haben, aber auch immer in einem gewissen Konkurrenzkampf standen. Also Margaret versuchte zum Beispiel immer, ihrer Schwester und der Mutter zu imponieren. Elizabeth ihrerseits versuchte immer, der Mutter zu imponieren. Also die Queen Mom war in ihrer Familie so wirklich der Felsen, ja. Und an dem konntest du zerschellen. Oder du hast dich an ihm festgehalten. Und Elizabeth und Margaret haben sich an diesem Felsen festgehalten. Aber man muss sagen, Margaret ist beinahe dran zerschellt. Wir alle oder die meisten von uns erinnern sich sicherlich oder kennen sicherlich den Begriff der Townsend-Affäre. Es war so gewesen, dass sich Margaret in einen und macht ein Fusselchen von seinem Revers weg. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe, weil das war eine so intime Geste. Kein Mitglied der Königsfamilie würde jeden Fussel am Revers von einem Dienstboten wegmachen. Ja, also, und das war diese Geschichte platzte in weltweit wie nichts Gutes. Und dann kam es eben zu eindeutigen Verwerfungen, weil
Diese Affäre zog sich über mehrere Jahre hin. Elizabeth war zwischenzeitlich Königin geworden und hat tatsächlich, im Gegensatz zu dem, was oftmals kolportiert wird, mit ihrer Schwester solidarisch gezeigt. Sie wollte unbedingt, weil sie selber sehr glücklich verheiratet war und eine sehr zufriedene, bis dato sehr zufriedene Ehefrau war, wollte sie dasselbe auch für Margaret und hat wirklich versucht, Wege zu finden, um ihre Schwester zu unterstützen. Allerdings, wer gegen die Sache war, war tatsächlich das Establishment, wie man so schön sagt. Winston Churchill seinerseits hat gesagt, soll sie doch heiraten, wen sie will. Ja, das macht nichts, los zahlt. Aber das Gros der einflussreichen Gesellschaft war dagegen. Man hat dann mehrere Trennungen der beiden organisiert sozusagen. Und man hat Margaret, und das war so ein bisschen ein Trick von Tommy Lascelles, man hat Margaret darüber im Unklaren gelassen, oder hat sie es einfach nicht wissen lassen, dass sie ab ihrem, ich weiß gar nicht mehr wie viel, Geburtstag, hätte sie selbst entscheiden können, ob sie Townsend heiraten will oder nicht. Sie hätte also keine Zustimmung ihrer Eltern oder der Regierung mehr gebraucht. Und das hat man ihr nicht mitgeteilt. Aber es war auch so, dass diese Trennungen den beiden vor Augen geführt haben, dass ihre Beziehung im Prinzip zu Ende war. Sie haben sich auch während der Trennungen immer mal wieder in Clarence House getroffen. Also es war jetzt nicht so, dass er da in Europa eingesetzt war und die haben sich gar nicht gesehen, sondern ja, die haben sich sehr wohl gesehen. Aber es war halt, ja, es waren halt so ein bisschen mehr oder minder verstohlene Treffen. Und außerdem hat man Margaret auch klar gemacht, dadurch, dass Townsend ein geschiedener Mann war, dass sie tatsächlich auf ihren royalen Status würde verzichten müssen. Wir erinnern uns, das waren die Zeiten 50er, 60er Jahre, als geschiedene Leute zum Beispiel nicht in Ascot in der Royal Box empfangen wurden. Also du wurdest den König oder der Königin nicht vorgestellt, du warst persona non grata und da gab es auch keine Ausnahme. Also du warst erledigt sozial, wenn du dich hast scheiden lassen. Und da war nun Margaret, denke ich, sehr, sehr klar, dass das für sie kein gangbarer Weg wäre. Also so wie Jackie Kennedy mal nach dem Tod ihres ersten Mannes sagte, ich kann ja keinen Zahnarzt aus Cincinnati heiraten. Und das war halt so der Punkt. Margaret wusste, dass sie eine Palastpflanze ist und dass sie da nicht drauf verzichten könnte. Also sie konnte nicht, ich sag mal, in eine Reihenhaussiedlung ziehen und mit den Nachbarinnen Kaffeeklatsch halten. Indiskutabel, geht gar nicht. Dazu muss man jetzt auch sagen, dass Margaret eine sehr gut aussehende Frau war. Sie hatte einen großen Hang zur Mode. Das habe ich ja in einem meiner letzten Filme schon gezeigt. Und sie hat sich gerne mit Künstlern umgeben, weil sie sich selbst als Künstlerin gesehen hat und glaubte, eine künstlerische Ader zu haben. Und so kam es dann, dass sie ja im Prinzip in dem falschen Glauben lebte, der auch immer von ihrem Vater gespeist wurde, der immer sozusagen, man hat ihr immer dann applaudiert, wenn sie amüsant war. Und deswegen hat sie sich für amüsant gehalten. Da sie dann aber sich mit Leuten umgeben hat, die tatsächlich Künstler waren, die tatsächlich Kreative waren, hat sie sehr schnell für sich wohl festgestellt, dass das einfach eine Messlatte ist, an die sie nicht rankommt. Und das wiederum hat dazu geführt, dass bei Margaret ein Charakterzug immer intensiver wurde, der da so aussah. Nämlich Margaret war ruppig. Margaret war unhöflich. Margaret war verwöhnt. Und zwar nicht in der guten Art und Weise. Und sie hat grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Stellung, sehr demokratisch, das war wahrscheinlich das einzig Demokratische an ihr, jedem gleichermaßen ihre Launen an den Kopf gepfeffert und hat nur sehr selten erlebt, dass jemand wirklich Kontra gegeben hat. Einmal war es der berühmte Maler Francis Bacon, der war nämlich auf einer Künstlerparty mit ihr zusammen und sie hatte schon am Klavier mehrere lustige Lieder zum Besten gegeben und einen riesen Applaus und tralala.
Und dann rief Francis Bacon, und was er genau gesagt hat, da scheiden sich die Geister, aber es war wohl was in der Richtung, du kannst nicht singen, lass es sein. Und daraufhin war Margaret so empört, so verletzt, dass sie mit hochrotem Kopf Standepede aus dieser Party weg ist. Da hat sie also mal tatsächlich ihre eigene Medizin zu schlucken gekriegt. Ein anderes Mal war dann viele Jahre später mit Cherie Blair, die nämlich auch nicht viel Gelegenheit, das einzuüben. Und am Ende des Tages war es so, dass Margaret, und das sagen die Leute, die ihr positiv gegenüberstehen, dass Margaret tatsächlich ein Mensch war, der kein hohes Selbstwertgefühl hatte, der auch die formale Bildung gefehlt hat, auf die sie sich hätte zurückziehen können. Sie hatte keine wirklichen Fähigkeiten, die ihr ein Fundament gegeben hätten. Und deswegen hat sie aus diesem mangelnden Selbstwertgefühl raus zuerst angegriffen, bevor man sie angreifen konnte. Was verständlich ist, aber die Dinge nicht besser macht, sondern ein Zeichen dafür ist, dass jemand in der falschen Art und Weise erzogen worden ist. Die Königin hingegen hat im Prinzip mit ihren Kindern, zumindest mit Charles, die Fehler wiederholt, die wir bei den Windsors schon seit ein paar Generationen sehen. Also sie war zu Charles extrem distanziert, sie konnte nichts mit ihm anfangen, seine ganze Art war nicht ihre. Sie hat dasselbe getan, wie es auch die Vorgänger, Vorfahren getan haben. Sie hat ihn in Internat gegeben, das war möglichst die Kinder weit weg. Und das Internatswesen, da muss ich euch noch was dazu erzählen. Und zwar, man wundert sich ja immer, warum die Briten ihre Kinder da immer so munter in diese schweineteuren Internate stecken. Das kam daher, dass im Mittelalter war es zum Beispiel so üblich und auch noch in der frühen in Renaissance und so weiter, war es üblich, dass der König seine Kinder zu anderen Adelsfamilien gegeben hat zum Erziehen. Also praktisch wie so Lehrlinge, sage ich jetzt mal. Und der Witz dabei war, die Idee dahinter war, dass dadurch die Bande an diese andere Familie fester werden, enger werden sollen und dass die Prinzen, Prinzessinnen eben in diesen anderen Familien wiederum Kontakte knüpfen sollen und dadurch das Netzwerk der Macht verbreitert wird. Und als dieser Usus, die Kinder eben zu anderen Familien zu geben, eingeschlafen ist, nicht mehr praktiziert wurde, hat man angefangen, die Kinder in Internate zu geben. Und in diesen Internaten werden sie also heute noch lustig verwahrt und ausgebildet, wenn denn ausgebildet. Und so ging es natürlich auch, wir wissen es, Prinz Charles, der extrem unglücklich war, und Lady Anne Glenconner, die eine enge Freundin von Margaret war, schildert in ihrer Autobiografie, dass sie sich selber im Nachgang nicht mehr verstanden hat, weil als sie ihren ältesten Sohn ins Internat gegeben hat, hat der sich die Augen aus dem Kopf geheult und sie hat sich die Augen aus dem Kopf geheult. Und sie sagt, und trotzdem habe ich es gemacht, weil man es so tut. Und das hat sie sich nie verziehen und ist aber nicht in der Lage gewesen, offensichtlich das zu hinterfragen und dann einfach einen Cut zu machen und zu sagen, ich mache das aber nicht. Nein, guckt mal weiter, was sie tun. Vielleicht auch deswegen, und das schlägt natürlich besonders bei den Royals dann zu, diese Aristokraten aufgrund des Status, in den sie reingeboren werden, des Wohlstandes, des Reichtums, in den sie hineingeboren werden, gar keine Veranlassung haben, irgendwas zu lernen, irgendwas Vernünftiges zu tun. Da wird dann bestenfalls noch die Armee irgendwie rangezogen. Aber auch da, wenn die Armeelaufbahn beendet ist, weil man halt, keine Ahnung, aufgrund von intellektuellen Mängeln nicht weiter aufsteigen kann oder warum auch immer, dann ist ja bei denen nichts mehr dahinter. Also man sieht es in einem sehr schlechten Beispiel bei Harry und Andrew. Bei denen kam ja, bei Andrew, der sitzt ja bekanntlich nur noch vor der Glotze oder spielt Golf. Also da kam nach der Armee auch nicht mal viel. Harry hat die Armee hinterlassen. Hat Meghan geheiratet, aber dann kam da auch nichts mehr. Also die haben im Prinzip
rennen diese Königsmänner, zumindest die zweite und dritte Garde, rennt immer in so ein totes Loch rein. Zumal auch Quinn in seinem Buch zum Beispiel diesen Habitus stark hinterfragt, die Söhne immer in die Armee zu schicken, weil das macht jetzt nicht wirklich Sinn, ja. Weil, wie gesagt, die Zeiten, wo du Oberkommandierender warst als König oder selber in die Schlacht geritten bist, die sind rum. Also das brauchst du nicht mehr. Also entweder du bist wirklich Offizier, aber dann mit allen Konsequenzen, oder du machst halt was anderes, Vernünftiges zum Beispiel. Und ja, jetzt sind wir bei den Kindern von der Queen. Es ist jetzt schwierig. Also ich muss jetzt einfach, ich sag euch jetzt mal die Wahrheit. Meine Wahrheit. Ich mag die Queen. Ich habe sie schon immer gemocht. Aber, und jetzt kommt ein ganz großes Aber. Ich halte trotz aller Jubelarien, die auf sie gesungen werden, halte ich sie nicht für die größte Monarchin, die je gelebt hat. Sie war die längste, also sie hat am längsten regiert, aber sie war ganz ehrlich, also ich meine, ihr könnt mir jetzt steinigen, ja, aber sie war eine Frau ohne Eigenschaften. Irgendjemand hat mal gesagt, der sie gut kennt und bei dem ich auch gedacht habe, also im ersten Moment war ich geschockt und dann dachte ich, na, so Unrecht hat er nicht. Er hat nämlich gesagt über sie, hätte die Königin in ihrem Leben nur halb so viel Energie drauf verwendet, über die Erziehung ihrer Kinder nachzudenken, wie über die Erziehung ihrer Pferde, wären die Dinge anders gelaufen. Und da dachte ich so für mich, Alter, der hat recht. Also zuerst war ich geschockt und dann dachte ich, der hat recht. Weil wir sehen zum Beispiel diese entsetzlichen Bilder, als das Königspaar von der ersten Commonwealth-Reise zurückkam. Die waren Monate weg gewesen und Charles guckt sich um, der sieht aus, als wäre er in eine Falle gelaufen, wie ein weidwundes Tier. Und schafft es wirklich nur, seiner Mutter die Hand zu schütteln. Und seine Mutter nimmt ihn auch nicht irgendwie in den Arm oder irgendwas. Nein, die erwidert das und schüttelt die Hand zurück. Und das war selbst für die 50er Jahre, war das echt wow. Und so ging das halt in Anna, dachte ich so für mich, wow, das ist natürlich schon alles echt nicht schön. Dazu kommt, dass die. Nee, ich muss es anders erklären. Charles war von Anfang an ein sehr introvertierter Junge, ein sehr belesener Junge. Er hat gerne gelernt. Er hat zum Beispiel, als er Prince of Wales wurde, hat er Walisisch gelernt. Als erster Prince of Wales, wahrscheinlich seit 500 Jahren oder so, keine Ahnung. Jedenfalls hat er Walisisch gelernt. Er hat immer versucht, mit den Leuten zusammenzukommen. Er hat versucht, die Menschen zu verstehen, mit denen er zusammenkommt. Und also er ist wirklich sehr engagiert, sehr belesen, sehr klug. Und das ist etwas, damit konnte die Queen nichts anfangen. Für mich, wie gesagt, ist die Königin eine Frau ohne Eigenschaften. Wenn ihr euch das anguckt, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als man über sie hergefallen ist nach Dianas Tod. Sie hatte entweder selbst überhaupt nicht den Eindruck, dass ihr die Dinge hier entgehen, was in Großbritannien vor sich gegangen ist. Und es wurde extrem scharf mit ihr ins Gericht gegangen, in den Medien und in der Öffentlichkeit. Ich muss sagen, das war überzogen für meine Begriffe. Ja, sie hat falsch reagiert, aber es gab auch keine Blaupause für diese Aktion, was damals geschehen ist. Diese massenhysterische Trauer, die da ausgebrochen ist. Aber ich dachte so und bin bis heute der Überzeugung, dass der Königin die intellektuellen Fähigkeiten dazu fehlen, vielleicht auch die Herzensgüte gefehlt hat, um diese Situation zu hinterfragen und zu überdenken. Und die Königin, ich dachte immer, wenn man mich fragt, was hat die Königin hinterlassen? Sie hat überhaupt nichts Kreatives gemacht.
Sie hat auch kein Schloss gebaut. Sie hat keine Interviews gegeben. Sie hat keine Bücher geschrieben. Sie hat eigentlich auch zu nichts motiviert. Es gibt also, ich meine, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege. Aber ich wüsste nichts, wo die Königin eine Sache in Bewegung gesetzt hätte. Charles hat das genaue Gegenteil gemacht. Er hat eine Sache nach der anderen in Bewegung gesetzt. Er hat massive Steine ins Rollen gebracht. Er hat mit Highgrove, er hat kreativ, er hat einen der schönsten Gärten der Welt geschaffen. Er hat gut verkehrte Erziehung auch noch völlig over the top gemacht. Natürlich losgehen und musste es holen. Er ist grundsätzlich hingegangen und hat Leute körperlich malträtiert, wissend oder in der Überzeugung, dass die ihm nichts tun dürfen. Und so ist er irgendwann mal, als ihm langweilig war, ist er in den Pferdestall gegangen und fing dann an, die dort arbeitenden Stallknechte und so weiter zu nerven. Und als die ihn dann verscheucht haben, ist er hingegangen und hat mit Stöcken gegen die Pferdebeine geschlagen. Und da war dann Schluss mit lustig. Da haben ihm nämlich dann die Pferdeknechte gepackt, haben ihn in einen Haufen Pferdedung geschmissen und Pferdedung über ihn drüber gekippt. Er ist schreiend und heulend zu seiner Mutter gerannt und die wiederum, nachdem sie sich hat erzählen lassen, was passiert ist, hat gemeint, du hast es verdient. Wohl bis zum heutigen Tag dieses unglaubliche Gefühl der eigenen Wichtigkeit hat und diese feste Überzeugung, dass die Welt eigentlich nur dazu da ist, um zu seinen Füßen zu liegen. Ja, dieses Bewusstsein der eigenen Wichtigkeit ist ja okay, wenn man es denn auch auffüllt. Also Charles hat ja berüchtigterweise auch dieses Selbstbewusstsein. Aber tatsächlich ist es bei ihm eben auch gerechtfertigt, weil er eben entsprechende Leistungen bringt. Wir können auch, wenn wir jetzt auf Charles blicken, sagen, seine erste Ehe war tatsächlich die letzte der berühmten arrangierten Ehen. Denn das, was zwischen ihm und Diana stattgefunden hat, war nun keine Liebesheirat oder so irgendwas, sondern es war die Heirat zwischen einem gestandenen Mann, der von seinem Vater die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hatte, und einer jungen Frau, die die Idee, mal Königin von England zu werden, absolut charmant fand. Im Übrigen hat man deswegen Diana gewählt, nicht, weil sie, also für uns ist natürlich die Spencer-Familie, das sind halt ganz, ganz hohe Adlige. Tatsächlich aber aus dem Blickwinkel der Königsfamilie waren sie eher unter ferner Liefen und mit Sicherheit nicht geeignet, um eine künftige Königin hervorzubringen. Dazu hat man sich dann in Europa umgesehen, das wollte nämlich die Queen Mom. Und die im ersten Ansatz, aber dann hat man festgestellt, dass die Prinzessinnen, die auf dem europäischen Festland noch übrig geblieben waren, entweder generell nicht funktionierten oder katholisch waren und damit auch wieder rausgekippt sind. Und dann kamen sie Mountbatten und die Queen Mum und die Großmutter von Prinzessin Diana auf die Idee, dass Diana eine fantastische Königin abgeben würde. Und man hat dann diese Ehe arrangiert. Charles hat gesagt, wenn ich Camilla eh nicht kriegen kann, dann nehme ich halt die. Hat dann Diana geheiratet und die beiden sind ziemlich schnell in einer ziemlichen Katastrophe wieder wach geworden. Weil sie haben nicht zusammengepasst. Beide hatten eine höchst problematische Kindheit. Mit schönen Zeiten durchaus, die Diana nachher nicht mehr wirklich wahrhaben wollte, aber die auch gute Seiten hatten. Aber im Prinzip waren sie beide aus gescheiterten, dysfunktionalen Familien. Und die beiden wurden zusammengeworfen. Und das Problem ist, was man feststellt, wenn man die ganzen Windsor-Männer so anguckt, die Windsor-Männer funktionieren immer dann am besten, wenn sie eine starke Frau an ihrer Seite haben. Und zwar, und das ist jetzt das nächst Wichtige, eine Frau ohne eigene Agenda heißt. Ich mache es an einem Beispiel fest, nämlich an William und Harry. Es ist jetzt so,
Charles war durchaus auch ein zeitweise distanzierter Vater, aber nicht, weil er ständig nur überlegt hat, wie er seine leere freie Zeit zubringen könnte, sondern weil er tatsächlich fleißig war und ist und sehr viel Termine macht, sich sehr viel mit Leuten trifft, die wichtig sind für seine Projekte, der an seinen Projekten arbeitet und. Also, aber in diesen Grenzen, die er hatte, hat er sich wirklich bemüht, ein guter Vater zu sein. In seinen ersten Jahren ein, also Lausbub ist jetzt echt goldig, gell? Er war kein Lausbub, er war das, was man einen Bully nennt im Englischen. Also er hat andere Kinder drangsaliert, er hat seinen kleinen Bruder drangsaliert, er hat sich Personal gegenüber unmöglich benommen. Die Lehrer haben regelmäßig Charles und Diana zu Gesprächen gebeten, weil sein Benehmen absolut nicht mehr ging und. Also es war ganz fürchterlich. Charles war selber, hat sich selber als nicht fähig gesehen, den Sohn einzunorden. Diana hat dazu gar keine Lust gehabt, die war auch viel zu viel on Tour. Und so sind die Charaktere von beiden Söhnen etwas problematisch geworden, weil man ihre Anlagen nicht in vernünftige Bahnen gelenkt hat. So, und jetzt kommen wir zu den Frauen. Diana war keine starke Frau. Zumindest nicht in der Art stark, wie ein Windsor-Mann sie gebraucht hätte. Die wirklich der Prototyp einer für einen Windsor-Mann gebackenen Frau ist Camilla. Camilla ist bodenständig. Über diesen Haufen von Aristokraten, die mit ihrem Leben nichts angefangen haben, die nur am Saufen waren, die rassistische Witze gerissen haben, denen es nur um die Jagd und ums Saufen ging. Und da hat sich dann Meghan tatsächlich in einer guten Weise durchgesetzt, nämlich Harry hat diese ziemlich unguten Freunde sausen lassen und hat das übernommen, was bei Quinn der Californian Psychotherapy Speak genannt wird, also der kalifornische Psychotherapie-Sprech, also diese ganzen Blasen wie unterschwellige Vorurteile und ach, diese ganzen Begriffe, mit denen sie da immer rumschmeißen, das hat er also völlig von ihr übernommen. Und tatsächlich waren seine Freunde darüber ziemlich schockiert und haben schon, wie es das erste Mal mit der sehr in ihrer Weltsicht humorlosen Megan zusammengetroffen sind, gesagt, was ist mit dem los? Die muss im Bett aber gut sein, dass sie ihn so umdrehen kann. Und tatsächlich habe man Harry gesehen als, er nennt es Tim, also als Charakterbeschreibung Tim nice but dim. Also Tim, netter Kerl, aber nicht sehr helle. Der Punkt ist, dass Meghan sich ziemlich schnell im Palast einem System gegenüber gesehen hat, was keine Individualität zulässt, was keine Seitenwege zulässt, was von der Wiege bis zur Bahre vorschreibt, was man zu tun und zu lassen hat. Und es funktionierte für sie halt nicht. Und so kam es, dass dann auch der Krieg zwischen den beiden Brüdern ausgebrochen ist, weil die Familie verleugnet. Ihr Vater ist ja offensichtlich peinlich, ihre Geschwister sind ihr peinlich. Und Catherine, deren Mutter ja Flugbegleiterin war, hat die nie versteckt, hat sich auch die ganzen zynischen Kommentare angehört, die ganzen blöden Witze, die darüber gemacht wurden, und hat einfach nicht drauf reagiert. Tatsächlich ist auch diese, wenn man jetzt eine Generation weiter guckt, zu den Kindern von William und Harry, muss man auch sagen, dass wir wollen eben nicht auf ein normales Leben vorbereitet werden sollen, sondern auf ein königliches Leben. Und das ist ganz wichtig, weil Diana hat mit ihrer Idee, ihre Söhne zu einem normalen Menschen zu erziehen, sehr viel Schaden angerichtet, weil sie einfach übersehen hat,
dass ihre Söhne halt keine normalen Kinder sind und dass sie nie normale Leute werden. Und was Quinn jetzt über Prinz Harry und Meghan sagt, ist halt das Problem, dass sie ihre Kinder in so eine Situation bringen zwischen Baum und Borke. Ich glaube, die Stunde ist rum, gell? Ich sollte aufhören zu quatschen. Meine Stimme macht nicht mehr mit. Oh Gott, ich muss mir mal was zu trinken hinstellen, weil ich heute stundenlang Vorträge für euch halt. Egal, ihr habt jetzt nichts. Ihr kommt jetzt klar mit meiner Husterei, bitte, danke. Ja, es ist so, dass die beiden ihre Kinder sozusagen zwischen Baum und Borke verfrachten. Sie sagen, die müssen jetzt her bzw. His Royal Highness sein und das sind Prince und Princess Archie und Princess Lilibet. Und das ist also dieses Äußere, diese Äußerlichkeit, die soll natürlich gegeben sein, aber tatsächlich sollen die Kinder das so ein woken, kalifornischen Millionärs-Lifestyle haben. Und das ist was, das kann man eigentlich keinem Kind aufbürden, weil es ist in keiner Gesellschaft wirklich drin. Was soll ich denn zu meinen kalifornischen Freunden sagen? You may call me Princess! Ja, pff, Quatsch, ja. Die werden auch nicht erleben, dass eine Lehrerin vor ihnen knickst oder so irgendwas. Ja, aber das ist, was Harry und Meghan scheinbar irgendwo erwarten. Also sie schaffen für ihre Kinder so eine Unwelt. Und das könnte ihnen massiv auf die Füße fallen, wenn die Kinder dann versuchen, diese Lücke in ihren Existenzen, weil sie gehören ja nicht wirklich zum Königshaus, aber sie gehören auch nicht wirklich in diesen amerikanischen Lifestyle rein, wo eben gefragt wird, was kannst du, was machst du, was bist du? Und eigentlich niemand so wirklich drauf setzt, Geld auf dich setzt, wenn du einfach halt nur einen Titel hast. Das interessiert halt am Ende des Tages die Leute nicht. Und wenn sie mit dir Geld verdienen wollen, ist so ein Titel eine feine Sache. Aber wenn sich, wie bei Harry und Meghan zu sehen, wenn sich halt hinter dem Titel nichts auftut und man sein Geld halt dabei sieht, wie es den Bach runtergeht, dann war es das halt auch, ja. Und sie haben ja auch nichts, auf was sie bauen könnten. Und Harry und Meghan haben halt auch das Problem, dass sie so eine ganz schiefe Sicht auf sich selbst haben. Also wenn Harry zum Beispiel bei Oprah Winfrey moniert, dass Charles ihm seine finanziellen Zuwendungen entzogen habe, als er von seinen Verpflichtungen zurückgetreten ist, dann vergisst er aber ganz nebenbei zu erwähnen, dass er 20 Millionen Pfund von seiner Mutter geerbt hat, ja. Und dass er sicherlich von seiner Oma und von seinem Opa auch noch Geld gekriegt hat und. Das sind alles so Sachen. Und da sitzen eben normale Leute vor dieser Sendung und sagen, der sind noch alle, ja. Und das sind halt so Sachen, oder wenn er in seinen Memoiren schreibt, er hat seine Großmutter angerufen, weil er sicherstellen wollte, dass es ihr gut geht und dass sie von den richtigen Leuten umgeben ist. Da denke ich so, und in welchem Universum warst du jetzt gerade unterwegs oder waren das noch die Drogen? Also man weiß es nicht. Am Ende des Tages ist es, denke ich, problematisch oder sind Harry und Meghan auf einem sehr problematischen Weg, was ihre Kinder angeht, weil sie beiden eigentlich einen Nicht-Lifestyle vorleben, weil sie beiden vorleben, dass man erfolgreich sein, meint sein zu können, auch ohne dafür eine Leistung zu erbringen. Womit sie ja wieder im Prinzip in diesem aristokratischen Prinzip wären. Also ich bin was, einfach weil ich bin. Ja, ich bin der Herzog von Bedford und deswegen bin ich reich und bin ich toll. Okay. Und dass man sich halt auch fragen muss, was Archie irgendwann mal drüber denken wird, dass seine Eltern seinen Namen benutzt haben, nur um ihre eigene Marke nach vorne zu kriegen und zu pushen. Das ist halt der Punkt, wo man heute sagen muss, was ist besser. Ich denke mal, für die Situation, in der sie sich befinden, machen William und Catherine die Dinge bezüglich ihrer Kinder besser. Ich denke mal,
ob uns als Normalsterblichen dieser Lebensstil gefällt, ob wir dazu aufschauen, ob wir das toll finden oder ganz furchtbar. Ich denke, es ist einfach, dass William und Catherine für ihre Kinder das Beste rausholen aus dieser Situation und dass sie sie optimal auf dieses Leben vorbereiten. Und damit machen sie, glaube ich, ganz, ganz viel richtig. Und ich denke auch, dass Louis wäre tatsächlich dazu prädestiniert, eines Tages der Großversager zu werden, der Spinner, der Drogenfreak, der Typ, der sein Leben nicht geschissen kriegt. Oh, Entschuldigung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, es war überdeutlich. Also, dafür wäre Louis eigentlich prädestiniert, aber ich denke mal, dass seine Eltern so klug und so bodenständig sind, zu verstehen, dass man dem Jungen mal einen wirklichen Beruf zukommen lassen muss, dass er wirklich was gelernt haben sollte. Und auch Charlotte sollte nicht darauf angewiesen sein, mal einen von irgendeinen coolen Adligen zu heiraten, sondern wirklich ihr eigenes Leben aufzubauen, ihre eigenen Interessen auszubauen und das zu machen, was ihr ein Fundament gibt für ihr Leben und etwas, womit sie existieren könnte, selbst wenn sie nicht Princess Charlotte wäre. Von daher denke ich mal, brechen William und seine Frau mit vielen, vielen schlechten Vorgaben aus der Vergangenheit und das ist, denke ich, das Beste, was sie für sich und für das Land tun können. Und am Ende des Tages, glaube ich, verdanken sie das keinem anderen als dem König, der selbst diesen Lebensstil hart, hart erkämpfen musste. Und der sich sehr, sehr viel Prügel eingefangen hat, aber es trotzdem gemacht hat. Und insofern, ja, glaube ich, dass William und Catherine in einer guten Richtung unterwegs sind. Wir freuen uns sehr. Wir gratulieren übrigens von hier aus auch Prinz George, der morgen Geburtstag hat, der 10 Jahre alt wird und der schon wirklich offensichtlich ein, was meine Oma ein knitzes Kerlchen genannt hat, ist. Und seine Geschwister, wenn man sie in der Öffentlichkeit sieht, ja, was soll man dazu sagen? Es geht einem das Herz auf, wenn man die 3 sieht. Und sie sind immer lustig, sie sind immer für Faxen gut und gehört ja dazu. Also wenn es so Faxen sind, dann sei ihnen alles verziehen. Solange sie nicht irgendwie anfangen, nach Dienern zu treten und sowas, ist alles gut. Für Archie und Lilibet, wir wissen wenig, wenig, wenig über sie. Sie sind aus einem Land angeblich, in dem sie von der Presse verfolgt wurden, rausgenommen worden, in dem es einen sogenannten Editor's Code gibt, der seit Jahrzehnten funktioniert und der da besagt, dass Royal-Kinder erst dann oder nur dann gezeigt werden, wenn sie in einer offiziellen Aufgabe unterwegs sind oder bei einem offiziellen Termin unterwegs sind und ansonsten ihr Privatleben, Schule und so weiter außen vor bleibt. Da sind die Sussexes rausgegangen mit der Behauptung, man verfolge ihre Kinder. Meghan hat ja auch bei Oprah Winfrey erklärt, man würde für ihren Sohn das N-Wort benutzen in den englischen Medien, wo Quinn auch wie alle anderen sagt, du kannst die Zeitungen rauf und runter, die Archive gehen, da steht es nirgendwo drin, also keine Chance. Aber okay. Die Sussexes leben ja in ihren alternativen Realitäten. Harry kriegt, egal was er macht, er hat den Prozess gegen die Metropolitan Police verloren. Trotzdem hat dieses ganze Spektakel den Steuerzahler 100.000 Pfund gekostet. Mag kein großer Posten sein, aber sogar der Richter Nicklin, der diesen Prozess geleitet hat, hat die Anwaltskosten des Prinzen gerügt, dass die unangemessen wären. Aber das sind alles ja, für einen anderen Tag oder ach, wenn ich mal wieder Lust habe. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch jetzt unser oder mein kleiner Ausflug in die kleine Ausflug ist gut, Frau von Strax, ja.
Viertel nach. Oh Gott. Okay, aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ihr fandet es cool. Gerne kommentieren hier drunter. Den Film gerne Daumen hoch, liken, wie man so schön neudeutsch sagt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich habe jetzt schon viele Leute gehabt, die sagten, oh, du bist mir vorgeschlagen worden. Ich bin so happy, dass ich dich gefunden habe. Und damit ich möglichst vielen Leuten vorgeschlagen werde, wäre es toll, wenn ihr abonniert, wenn ihr liked und so ein bisschen den Kanal nach vorne bringt. Das ist euer Anteil an dem ganzen Projekt hier. Und das finde ich ganz toll. Ich möchte auch noch mal auf mein Steady-Projekt Petra Goes Vienna hinweisen. Ich schreibe immer wieder so ein bisschen, muss ich gestehen, in unregelmäßigen Abständen etwas dort bei Steady. Gut läuft, eine sehr schöne Victoria Location. Und ja, ansonsten bedanke ich mich, wie gesagt, für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen wunderschönen Tag noch.